Wie seht ihr das denn? Was legitimiert euch denn die, also diese Form von Abstimmung jetzt zu machen? Also so wie ihr das jetzt macht, diese Durchführungsform, sage ich mal, jetzt im Internet und einfach zu sagen, naja, wir lassen die Leute jetzt mal abstimmen, ja, nein, hier diese paar Fragen. Also inwiefern ist das denn legitim? Kann da nicht jeder kommen und sagen, ich mache jetzt nochmal eine andere Abstimmung und ich habe da auch ganz viele Stimmen? Ja, also das Interessante ist, dass es für die Durchführung der Erhebung des Grundgesetzes zur Verfassung oder überhaupt für die Durchführung einer verfassungsgebenden Versammlung und alles, was möglich ist, überhaupt im Grundgesetz keine Regeln gibt, weil das ist deutlich außerhalb des Grundgesetzes. Mhm. Also es ist nicht, dass aus dem Grundgesetz heraus jetzt Regeln sind, die das Volk zwingen, etwas zu tun, wenn sie es selbst, wenn sie das Grundgesetz abschaffen wollen. Das gibt es nicht. Das Einzige, was erzählt ist, dass es eindeutig ist und einleuchtend ist und vom Volk dann auch akzeptiert wird. Und das sieht man dann auch durch die Abstimmung. Also wenn ich da jetzt irgendwas reingeschrieben hätte und so weiter und so fort, ne, und sage, nur Frauen dürfen oder nur, was weiß ich, dürfen abstimmen und Männer nicht oder irgendwas, irgendwelche Einschränkungen gemacht hätte, dann wird es halt nicht weiterkommen und der Fall wäre erledigt und so weiter und so fort. Es muss eindeutig sein und einsehbar sein und mit den demokratischen Grundsätzen absolut im Einklang sein. Ja, wir haben diese Frage in die Welt gestellt und ob das Volk die annimmt, das ist Sache des Volkes. Das ist ganz deutlich. Das heißt, man wird es nachher sehen, also ob sich aus dieser Aktion dann quasi auch eine Stimmung ergibt. Dann. Genau. Was nicht möglich ist, dass irgendwelche Richter kommen und sagen, das ist nicht erlaubt, weil es liegt außerhalb des Grundgesetzes. Richter dürfen nur, der Rahmen des Richters ist innerhalb des Grundgesetzes festgelegt, innerhalb der Gesetzgebung des Grundgesetzes. Und hier, das ist, wie sich ein Volk eine Verfassung gibt. Und dann ist auch die Frage, ob man das online macht oder nicht online macht. Und so weiter. Da gibt es ganz viele Fragen, aber eigentlich sind das technische Fragen. Ist online sicher oder ist das andere sicher? Ja. Und so weiter und so fort. Das sind Fragen, aber die liegen außerhalb des Grundgesetzes.